Ihr fünfjähriges Jubiläum beging dieser Tage die Ebenfurter Apotheke. Dazu lud Frau Magistra Angelika Ecker zu einem kleinen Fest in ihre Räumlichkeiten. Liebe Angela, wir kommen ja, wenn wir kommen, durchaus mit einem fröhlichen Blumenstrauß. Ich darf dir alles, Liebe, alles Gute wünschen. Es waren wunderbar spannende Jahre, wie wir uns zusammengesprochen haben und irgendwo eine Glücks- und Sternstunde für mich als Bürgermeister, wie du gesagt hast, machst du eine Apotheke bei uns mittlerweile. Das sind 5 Jahre her. 5 Jahre Apotheke hier in Ebenfurt, eine sehr schnell vergangene Zeit. Das kann man wirklich sagen. Ich habe selbst geglaubt, das sind erst 3 Jahre oder so. Es ist wirklich schnell vergangen und es gefällt mir gut. Die Apotheke hat sich sehr, sehr gut entwickelt, sehr gut etabliert. Ja, da gibt es ja natürlich eine Verantwortliche, das ist die Chefin, die Angelika. Die ist zwar nicht die Größe in Zentimeter gemessen, aber eine ganz großartige Persönlichkeit, die es auch wirklich versteht, die Apotheke top zu führen, zur Zufriedenheit einerseits natürlich nicht unwichtig der Gemeinde, aber ganz im Besonderen natürlich die Leute, die Patienten, die kommen, um sich hier ganz einfach Arzneimittel zu holen, Kosmetika, was auch immer. Ist eine tolle Beratungsstelle und wenn man da reinkommt, ob es draußen regnet oder ob es trüb ist, da gibt es erinnern freundliche Gesichter und das, glaube ich, macht es ja letztendlich auch aus. Vielen Dank für deine lieben Worte. Dankeschön. Wir haben auch zwischendurch immer Kontakt und da gibt es das eine oder andere Gespräch, wo man sagt, na, da könnte man was nachjustieren oder das wäre besser. Und dann sagt sie halt immer, ja, ich weiß eh, Bürgermeister, du hast zu viel zu tun und ich raunze dich an und sage, das ist überhaupt kein Raunzen, das ist eine berechtigte Aufmunterung zu einer gewissen Mit- und Beihilfe. Und ich sage einmal, zufrieden sein darf niemand, sage ich immer, auch du nicht. Weil wenn du mit dir ganz zufrieden bist, dann ist das nicht, ist die jegliche Möglichkeit der Weiterentwicklung, nimmst du dir selbst. Das heißt, ein Grundpotenzial an Unzufriedenheit muss immer vorhanden sein, auch bei guten Menschen. Der Herr Bürgermeister war ja sehr froh, dass endlich eine Apotheke auch in Ebenfurt besteht. Nein, er war froh und wie Sie gehört haben, gerade hat er gesagt, er ist froh und er hofft, dass es dann eben auch so weitergeht. Ne? Also ich habe ja vor, in Ebenfurt uralt zu werden. Ja.